Also ich bin am 1. April 1942 mitten im Krieg geboren. In Siebenbürgen, im heutigen Rumänien. Das waren, meine Eltern waren Bauern und das waren ja alles Bauern. Die Ortschaft hat Lechnitz geheißen, Weingegend, Obstgegend. Da hat sämtliche Früchte, kann man sagen, bloß Bananen hat es ja da nicht gegeben, aber da sind Melonen und Wein und also Kürbis, alles hat es da ist gewachsen. Und hatten die Viehwirtschaft, hatten die jetzt als Landwirt, dein Vater hatte die Viehwirtschaft oder? Die haben eine Landwirtschaft gehabt, gemischt, also Kühe, Schweine, Weinberg, Getreide. Okay. Ja, und das war eigentlich damals schon ein kulturelles Dasein. Das ist da, das war alles deutsch, also das Deutsche besser gedeutscht worden, ob wir da. Probleme gab es nicht, weil ich Deutscher bin. Und deshalb glaube ich, habe von Kindheit immer nur Deutsch gesprochen. Wir haben natürlich auch unseren Dialekt, so wie es hier bayerisch gesprochen wird oder woanders. Wir sind Schwaben, sind Donauschwaben. Wir haben Schwäbisch gesprochen, aber und in der Schule, ich habe ja auch deutsche Schule, ich war bis zur 8. Klasse in der deutschen Schule, auch in Rumänien. Nur danach im Gymnasium und die Hochschule habe ich dann in rumänischer Sprache gemacht, aber zu Hause trotzdem immer Deutsch gesprochen. Jeder darf, und es ist bloß sein Gutsrecht, seine Meinung frei sagen, schreiben oder auf eine andere Art und Weise bekannt machen und unter die Leute bringen. Wie alle anderen darf er auch in Bücher oder Zeitungen etwas nachlesen. Artikel von der Presse, vom Radio und vom Film. Darf er schreiben, sagen und filmen, was sie wollen. Keiner darf denen etwas dran einschwätzen oder verbieten. Bloß alles müssen alle wissen. Niemand darf Gesetz brechen, niemand darf die Jugend verderben, niemand darf einen anderen beleidigen. Alle sind sie frei. Künstler, Professoren, die Forscher und Lehrer. Aber unseren Staat dürfen sie weggehen, gleich kaputt machen. Und ja, und dann ist halt der Krieg gekommen. Und dann ist auf Knallerfall, das heißt nicht Knallerfall, innerhalb, weiß nicht, so eine Woche haben wir sie zusammenrichten müssen. Leute, richtet euch zusammen, eure Gespanne, was habt ihr? Pferde, Kühe, das Notwendigste. Und dann hat es geheißen, aber nur, das ist noch vorübergehend, 50 Kilometer müssen wir ab und ziehen und dann werden die deutschen Truppen wieder die Feind zurückschirmen. Aber das war ein Traum, aus dem ist nichts geworden. Es ist immer weitergegangen, weiter nach Westen. Und wie gesagt, dann sind wir dann noch über Ungarn, nach Westen. Ja, seid ihr. In welcher Form seid ihr dann vertrieben worden oder geflüchtet? In welcher Form? Ihr habt ja keinen Traktor gehabt oder so. Nein, Gespanne. Also Kühe, Pferde. Manchmal hat man es auch austauscht von den Einheimischen, wo man durchgezogen ist. Hm. Aber das war halt auch schwierig. Und dann die Möglichkeiten sind immer schlimmer geworden. Da sind auch teilweise die Tiere eingegangen, also verhungert das, und so weiter, gefroren. Obwohl es ja da noch nicht Winter war, wie wir geflüchtet sind, war es ein wunderbar schöner Herbst, vom Erzählen her, von meinen Eltern. Da haben sie Glück gehabt, der ganze Herbst war trocken bis nach Österreich. Und dann ist es halt anders geworden. Das sah so aus mit dem Zug, wenn ich mit dem Zug gefahren bin, da war ich für die 60 Kilometer ein Weg 3 Stunden unterwegs. Aber es war halt schlimm im Winter. Da muss ich ehrlich sagen, ich bin oft von zu Hause weg, wie eine Mumie angezogen, weil die Fensterscheiben waren eingefroren bis nach Demmersburg. Nicht so kalt war es danach im Bus auch. Ja.
Und dann ging ich halt immer zuerst mal mich umziehen und dann konnte ich erst ins Klassenzimmer, weil ich ja immer zu warm angezogen war, aber es war nicht auszuhalten, es war also sehr kalt. Da habe ich so eine, auch muss ich ehrlich sagen, das werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Ich war vielleicht mehr so, wie soll ich mich da definieren, mehr ein mütterlicher Typ, auch mit meinen Schülern, obwohl das ja vielleicht strenger oder so war, aber ich habe immer gerne als Klassenleiter sehr viel mit meinen Schülern unternommen und auch so viel diskutiert. Und das hat man dann gemerkt und ich wurde sogar angesprochen von der Direktorin einmal und das hat mich dann irgendwo sehr bedrückt, muss ich sagen. Sie hat gemeint, eben, Frau Hammes, weil Sie doch so nahe zu den Schülern sind und so, vielleicht könnten Sie mal herausfinden, wie viele Schüler sonntags in die Kirche gehen. Also man hat von mir erwartet, ich sollte eigentlich meine Kinder verraten. Man konnte nicht so frei reden, weil da immer wieder auch im Lehrerkollegium uns war allen klar, dass hier solche, ja, wie soll ich sie jetzt nennen, Spitzel waren von der Securitate hat man die genannt, nicht? Und da hat sich keiner getraut, offen zu reden, weil das war einfach nicht da. Das war im nächsten Moment, wusste man nicht, wo man dann landet. Ja, das war so, wie wir da in Niederbayern waren, bei Malching auf dem Hof. Dann sind wir es ist irgendwie staatlich geregelt worden, sollen die Evangelischen nach Franken ziehen und die Sudetendeutschen sollen da bleiben. Und das hat sich dann auch so mehr oder weniger entwickelt. Ja, und mein Vater natürlich, oder meine Eltern waren immer, Vater hauptsächlich immer, der wollte wieder Bauer werden, auf jeden Fall. Das war sein Leben, das hat er gelernt, das hat er kennen, verstanden. Ja, und dann sind wir nach Unterfranken gezogen. Auf ein fürstliches Anwesen, also beim Fürst von und zu Löwenstein hat er geheißen. Als Weinbergverwalter, weil er Weinbauer war, was er auskennt in Wein, und der hat da große Weinberge gehabt, Weinanlagen. Mhm. Ja, und das hat sich dann nicht so gut entwickelt, weil mein Vater war ein bisschen rechthaberisch und der Domänenrat hat er geheißen, der Angestellte vor dem Fürsten, der war anderer Meinung wie mein Vater und so hat sich das zwickt und ja, und dann sind wir wieder weggezogen von dort. Das war dort wunderschön, das war Kreuz Wertheim hat die Ortschaft geheißen. Mhm. Ja, und dann haben wir dann über die Bayerische Landessiedlung so eine Hofstelle gekriegt bei Remlingen. Das ist auch in Unterfranken, war nicht allzu weit weg, war wieder ein Weinberg, aber der Weinberg, die Lage war nicht gut. Und es war nur Mühe, Arbeit. Der Lohn war sehr schlecht, also die Erträge und das Ganze, der Wein. Wir waren 3 Jahre dort und da ist uns 2 Jahre der Wein gefroren. Und da hat man umsonst gearbeitet. Und das 3. Jahr war es dann ein bisschen besser, aber dann hat mein Vater schon wieder überlegt, ob wir nicht doch abziehen. Dann sind wir nach Waldbüttelbrunn. Die Schüler waren zum Beispiel in Uniform, die Mädchen schön im Kopfband, mit Kopfband. Oder was vielleicht auch ganz interessant für euch wäre, in der Früh, wenn die Schüler zur Schule kamen, da stand immer ein Lehrer, die durften also nicht vorbei, wenn sie nicht in Uniform waren oder mit dem Kopfband oder hatten die eine Armnummer, jeder Schüler. Das war so ein Emblem. Und wenn die das nicht hatten, dann wurden die aufgeschrieben oder nach Hause geschickt einfach und für diesen Tag dann unentschuldigt eingetragen. Gleich am Anfang, für mich neu war das Du zwischen den Schüler und Lehrer. Das war also völlig fremd. Ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ich euch jetzt so erzähle, wie das war mit den Schülern und Uniform und so weiter und jetzt plötzlich dann dieses Du, das war mir schon ein bisschen, schwer zu akzeptieren und deshalb bin ich ja vielleicht die Einzige, oder? Sagt ihr über andere Lehrer auch noch? Wollen sie auch nicht.
Nein, Moment mal, das stimmt nicht immer. Ja, es sind halt 7 Stationen, was ich da durchgemacht habe. Und immer auf der Suche. Dann sind wir von dem Höhberg, hat der geheißen, der Weinberg, sind wir nach Schweinfurt, in die Gegend von Schweinfurt, da war ein großer Gutsbetrieb. Da sind meine Eltern als Knecht, Mägde, meine Geschwister, haben dort als Knecht gearbeitet. Wie war die Landbevölkerung? Ja, das war ein Gutsherr, der war nicht sehr, der war sehr, sehr kommissarisch und das hat meine Leute nicht gefallen dort. Also es war nicht das, was sie gesucht haben. Ja, dann sind wir wieder weiter nach Waldbüttelbrunn, so war es. Und dann haben wir wieder so, da hat es viel Pachtflächen gegeben, aber Gebäude und sowas war nicht. Und dann haben wir uns auch, ich glaube, 2 Jahre lang dort durchgeschlagen, haben auch angebaut und ein Pferde gekauft zum Ackern, da mal gespannt hat und so weiter. Das hat auch nicht funktioniert. Und von dort sind wir nach Aschaffenburg, auch wieder Unterfranken, auf einen Pachthof. Das war eine gute Sache geworden. Das war eine Witwe, da ist der Mann vom Krieg nicht heimgekommen. Und die hat dann das Anwesen verpacht mit den Gebäuden, mit Inventar. Und das hat ganz gut funktioniert, nur die Verpächterin, die hat einen Freund gehabt, das war ein Viehhändler, und der hat ihr immer anders eingeredet. Nicht, das ist nichts, und nicht übergeben die Tiere, das Inventar und so weiter. Und die war dem hörig. Ja, und dann ist der Pachtvertrag praktisch gebrochen worden. Und dann ist sie zu 5.000 Mark Entschädigung verurteilt worden, die Frau. Und das war dann der Start, finanziell gesehen, dass wir daherkommen sind. Da hat der Vater gleich ein Motorrad gekauft, der 250er BMW. Und der Besitzer von dem Hof, der war in Rheinland, in Geilenkirchen, war der Besitzer. Und wir waren in Aschaffenburg und der Hof war da. Jetzt waren wir praktisch zwischendrin. Jetzt hat mein Vater im Winter, ist er ein paar Mal nach Geilenkirchen gefahren, dann wiederum auf den Hof im Winter, mit schlechter Kleidung, und hat sich den Hof angeschaut, und dann ist das über die Landessiedlung gegangen. Die hat dann einen Antrag gestellt, also auf Kredit und so weiter. Und so sind wir dahergekommen. Der Hof, der war natürlich total abgewirtschaftet, da war nichts da. Da war kein Vieh, keine Gabel, kein Heu, schlechte Gebäude, so quasi nichts. Naja, und dann haben wir auch zuerst ein Haus gebaut. 54er ist das. Bitte? 54 erzählt. Das war 1954, wie das alles passiert ist, wie wir da aufgezogen sind. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. Ja, und dann haben wir uns schön langsam halt nach und nach eingerichtet mit Viecher, mit Maschinen, mit Hilfe von, ja, von der Bayerischen Staat, also von der, was sagt man da? Landessiedlung. Von der Landessiedlung. Und so ist es dann weitergegangen, bis wir geheiratet haben. Ich in Stuttgart weg, bin dann so um 9:30 am Bahnhof, 10 Uhr beginnt mein Unterricht, bis um 13:30, ja, so. Und danach bin ich halt so wieder um 5 Uhr in Stuttgart am Bahnhof. Oder heute zum Beispiel, heute habe ich auch Nachmittagunterricht, bin ich am Abend um 7 Uhr wieder daheim. Wie viel macht die Fahrtkosten aus im Vergleich zum Einkommen? Die Fahrtkosten sind schon hoch. Ich bezahle jetzt 600 Mark die Monatskarte. Plus kommt dann aber noch dazu, muss ich rechnen, so 100 Mark, weil in Stuttgart die S-Bahn und jetzt hier nochmal in München die U-Bahn. Das ist ja nicht in meinem Fahrpreis dabei. Wer diese Bedingungen einmal erlebt hat,
der kann auch jetzt hier nicht klagen oder sagen, dass das jetzt zu schwer wäre. Wie hat sich denn in diesen Jahrzehnten die Gegend verändert? Die hat sich ja verändert insoweit, die Betriebe sind immer also größer geworden. Einige haben aufgehört oder mehrere haben aufgehört. Durch das sind die anderen größer geworden. Die Flächen sind größer geworden, die sind zusammengelegt worden. Es sind die Reine, Gräben, so sagen, was wichtig ist für Natur, für Vogel und Tierwelt, ist in Nachteil, ist benachteiligt worden dadurch, durch die intensive Bewirtschaftung. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt noch ganz so bin, wie es vielleicht nach 3 Jahren jetzt hier, seit ich arbeite, hat sich schon einiges geändert, aber so frei, wie vielleicht die Leute, die hier geboren sind, werde ich vielleicht auch niemals sein, weil ich doch immer gewöhnt bin, den Mund zu halten. Es war für mich in der ganzen Zeit, wo ich da so isoliert war, und ich sage es ganz offen, das war eine Isolation für uns, so ein Zufluchtsort, die Kirche. Warum alles in Englisch? Warum kein einzig deutsches Weihnachtslied? Das ist für mich irgendwo, ja, kann ich mir nicht erklären, warum das so sein muss. Warum lehnen wir das ab? Warum muss das alles in einer anderen Sprache sein? Warum kann ich das nicht auch in Deutsch dann mal ein traditionelles Weihnachtslied hören? Und das hätte ich halt so irgendwo erwartet. Vielleicht sind es auch meine Erwartungen, weil ich mich sehr danach gesehnt habe. Weil das es bei uns ja nicht gab. Es gab überhaupt was verboten, was religiös war. War ja verboten. Da bin ich ja froh drüber, dass mal der Zwang weg ist. Aber, und ich denke, jeden soll man auch respektieren. Bloß habe ich so das Gefühl, dass man das so verdrängt und das einfach vielleicht dann nicht da zu altmodisch dasteht, wenn man mal ein Weihnachtslied hört oder in deutscher Sprache oder dass man mal sagt jetzt, das geht mir ein bisschen nahe. Das habe ich das Gefühl, dass wir uns da nicht mehr trauen, das zu sagen. Und so eine Angst da ist, ja, ich könnte ja dann nicht mehr so modern sein oder was weiß ich wie, wenn ich sage, das gefällt mir jetzt, ja. Wo ist zu Hause, Mama? Auf der großen Straße. Wo ist zu Hause, Papa? Vielleicht hier auf dieser Straße. Wo diese Straße ist so lang, ist so endlos lang, ich kann das Ende nicht sehen, und mir ist so bang, vielleicht finde ich mein Zuhause. Auf der großen Straße. Wo ist zu Hause, Mama? Hinter blauen Bergen. Wo ist zu Hause, Papa? Vielleicht hinter diesen Bergen. Doch die Berge sind hoch, ich lutsche den Weg. Wir holt mich an Ziel und wir können Steg. Vielleicht finde ich mein Zuhause. Hinter blauen Bergen.